Wow, ich hätte ja gerade ein Protokoll. Schick die Werker zum Arbeiten in die Schächte, bringen wir Rabak ein Opfer in die Blutzisterne. Ah, ja. Weder noch, wir lassen sie frei. Schick die. So, wegen der Händler. Wegen der Händler. Sie sind unseren Abwerbern ins Netz gegangen. Okay. Anschließend wurden sie in den nahegelegenen Außenposten gebracht. Warum dorthin und nicht in die Käfige? Gewissheit habe ich nicht. Aber ich glaube, eine unserer Schwestern vor Ort ist dafür verantwortlich. In Okay. jedem Fall wurde Khan befohlen, die Sache zu klären. Da ihr seine Pflichten übernommen habt, ist es nun an euch, diese Bürde zu tragen. Okay. Tengis soll das übernehmen. Tengis soll das übernehmen. Seine Zuständigkeit endet am Tor. Er wird keine Hilfe sein. Dann schick jemanden in meinem Auftrag. Wer könnte das sein? Tihomir? Nein, der ist noch nicht zurück. Batulga? Besser nicht. Man könnte Alexei abordnen, aber dann würden die Käfige. Nein, keine gute Idee. Vlad hat Erfahrung, aber nach Khans Ableben sollten wir nicht auf ihn zählen. Ich könnte natürlich noch weitere Kandidaten aufzählen, aber ich befürchte, das Ergebnis bleibt gleich. Ich Okay. kümmere mich. Bedenkt aber, dass Sie sicher noch nicht wissen, dass ihr Khan beerbt habt. Vielleicht werdet ihr auf Wie. So, ja. Jetzt wird gespeichert. Was soll man jetzt machen? Ach so, ich soll den Typen folgen. Dann sagt er was. Hier geht es ja weiter runter. Ich wollte ja eigentlich hoch. Wo geht es denn hier hoch? Da. So. Ich habe mich angeschlossen, also so, wir müssen unsere Kräfte bündeln und. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und sie gegen die Skyends. Skyends? Du redest von den fremden Eindringlingen? Warum sollten wir Morkons uns gegen. Ja, warum wohl? Ich habe es schon begriffen, nur will mir das Ding mit der Zerstörung nicht so recht gefallen. Dann hast du es ja eigentlich noch nicht deutlich genug gesagt. Sehe ich aus wie ein Idiot? Du Halbapfel, verschwendest meine Zeit hier. Ich habe schon begriffen. Nur will mir das Ding mit der Zerstörung nicht zurechtgefallen. Dann änderst du besser schnell deine Meinung. Okay. So. Eine neue Macht, ey. Also erheblich in Caracas, sie wird den Kampf gegen die Skyans aufnehmen, so. Eine neue Macht erhebt. Ja, und so, jetzt haben wir es eventuell geschafft, diesen Pfad zu schaffen. Okay. Ein ganz nett aus, wa? Die hören sich auch an, ey. Gut. Was passiert jetzt? Sie besetzen strategische Punkte überall in Magalan. Ja. So, und nun werde ich mich weiter meinen Aufgaben widmen.
Ich habe eine göttliche Mission zu erfüllen. Und die wäre... Und du solltest dir einmal Gedanken über deinen Glauben und deinen Rang bei uns machen, Außenseiter. Du bist der Ordner. Solidarität anderen Gemeinschaften gegenüber wird hier nicht gerne gesehen. Merkt du bist in Ordnung. Ihr zwei da. Ach, Dimitri. Ah, mein Kopf. Und Murat, wa? Alle wie du sind. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ist in Ordnung. Der große Kern ist nicht mehr. Er ist in die Stille gegangen. Jetzt schlägt meine Stunde. Ohne Nachfolger. Schweig! Einen Nachfolger gibt es bereits. Und er hat entschieden, dass ihr nicht mehr zusammen das Tor bewachen werdet. Dies wird allein die Aufgabe der Resistenten sein. Ich habe immer gewusst, dass Ravak den Abwerberabschaum auf seinen Platz verweist. Was wird aus mir? Ich kann doch nicht... Du hast nichts zu wollen und wirst dich dem Befehl beugen. Verschwinde! Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips. Oh, nicht jetzt. Wir haben ja ein Gespräch. Ende. Das ist doch nicht normal. So, wir müssen denen ja folgen. Du bist in Ordnung. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Kannst du mir jetzt mal bitte erklären, was soll ich jetzt die ganze Zeit folgen? So, jetzt sitze ich die ganze Zeit da und gucke hier gegen die Wände, als ehrlich. So, gibt es jetzt noch irgendwas zu bequatschen? Du bist in Ordnung. Nö. So, jetzt kann man ja aber gucken, was kann man jetzt da machen? Fremde Händler? Gut. Reichen wir mal dahin und danach suchen wir uns mal den anderen Außenposten an. Oder gucken wir uns den Kunden an. Ach ja, ich wollte ja die Waffe wechseln. Die ist ja... Obwohl, die war ja gerade ganz schön stark. Ich probiere die noch weiter aus. Mal gucken, wie die auch gegen die anderen Monster kämpft. Bisher ganz gut, oder? So. Stimmt, hier waren wir ja vorhin, ne? Mein Herr und Meister war eindeutig. Du wirst dich seinem Willen beugen. Du kannst das tun, so. Grüß dich. Gibt's ein Problem? So. Was ist das hier für ein Ort? So. Kann ich dir helfen? Nächste Mission einsammeln. Das war einfach, ich musste ihn nur umbringen. So. Erzähl mir erstmal, was genau ein Problem ist. So, jemand ist verschwunden. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Wer viel redet, hat vergessen, wann man die Schnauze hat. Da haben wir ein richtiges Problem. Wenn du so gut informiert bist, weißt du sicher, wo dass ich an Kahns Stelle gedreht bin? Wenn du so gut informiert bist, weißt du sicher, dass ich an Kahns Stelle getreten bin. Glaubst du, ich weiß nicht, wer vor mir steht? Ich habe schon kapiert, dass du hier das... Was hast du damit zu tun? So. Deswegen hab